Ich zeig dir jetzt die neuesten und besten Smartphones von günstig bis teuer. Beginnen wir im 200 € Preisbereich und da ist immer noch das beste Smartphone das Xiaomi Redmi Note 13. Das kriegst du aktuell hier für 189 € und damit ist es echt ein No-Brainer. Du bekommst hier ein tolles, großes 6,67 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz, also Bewegungen und Animationen sind hier schön flüssig. Der Prozessor ist natürlich nicht der schnellste, im System läuft alles gerade noch flüssig, aber du musst natürlich hier dich auf Wartezeiten einstellen. Und auch richtige 3D-Games kannst du hier nicht auf den höchsten Einstellungen spielen. Prozessor und Kamera sind die größten Abstriche, die man bei so günstigen Smartphones eben machen muss. Dafür hast du Android 13 hier mit der MIUI 14 und kannst hier extrem viel personalisieren. Und dazu gibt es noch nützliche Funktionen. Auf der Rückseite hast du dann eine 108-Megapixel-Hauptkamera. Die ist für den Preisbereich auch überdurchschnittlich gut. Dazu hast du noch einen 8-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor. Der ist so, naja. Stark ist dann der Akku. Hier sind 5000 Zellen verbaut. Damit kommst du 2 Tage durch und der Akku kann sogar mit 33 Watt schnell geladen werden. Das dauert dann knapp eine Stunde. Insgesamt ist damit das Redmi Note 13 das beste, günstigste Smartphone. Für 189 € kann ich es dir empfehlen. Ich verlinke dir das Handy sowie alle anderen Angebote unten in der Beschreibung. Jetzt möchte ich ja noch kurz den besten Handyvertrag aktuell vorstellen. Bei sim.de kriegst du aktuell zu Ostern 25 GB AllNet Flat, also Flat Internet, Flat Telefonie und Flat SMS für 9,99 € monatlich. Aktuell kriegst du sogar die ersten 3 Monate noch gratis. Und bei der 24-monatigen Laufzeit zahlst du auch keinen Bereitstellungspreis. Das Gute bei diesen SIM.de-Tarifen ist, selbst nach 2 Jahren bleibt der Preis immer gleich. Du zahlst ja also nie mehr als 10 Euro. Du kannst natürlich auch hier die monatlich kündbare Variante wählen. Dann kannst du jeden Monat raus, zahlst aber einmalig 10 Euro. Der Vertrag ist im O2-Netz. Ich bin auch selber bei SIM.de, bin super happy. Man bekommt mittlerweile auch schon seit ein paar Monaten hier 5G. Falls du also einen richtig guten Tarif haben willst für wenig Geld, bei dem du dir keine Gedanken machen musst über irgendwelche Preiserhöhungen, dann kann ich dir die SIM.de-Verträge empfehlen. Ich verlinke dir das Angebot auch unten in der Beschreibung. Jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Handy und zwar dem Nothing Phone 2a. Das kriegst du aktuell für 329 € und das Handy ist eigentlich zu gut für den Preis. Das Besondere an dem Handy ist natürlich das Design. Du siehst, die Rückseite ist so halb transparent und du hast diese Glyphen-LEDs. Das heißt, das Smartphone leuchtet, wenn du eine Benachrichtigung bekommst. Ist ganz nice, das war es aber auch schon. Du kriegst auf der Vorderseite ein riesiges 6,7 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz und symmetrischen dünnen Displayrändern. Das ist schon das Erste, was hier richtig stark ist. Dazu hast du dann einen Dimensity 7200 Pro Chip. Ja, das ist nicht der beste Chip, im System läuft aber trotzdem alles flüssig und auch Casual Games sind kein Problem. Sogar aufwendigere 3D-Games kannst du hier noch spielen. Als Software kriegst du dann hier Android 14 mit der NothingOS 2.5 Oberfläche. NothingOS 2.5 ist halt so cool, weil es halt wie das Handy einen eigenen Look hat, entweder schwarz oder weiß. Du musst ihn natürlich auch nicht nutzen, kannst auch das Standard-Android-Skin verwenden. Aber das passt eben zu dem Handy, das ist halt einfach ein Design-Handy, was besonders auffällt. Auf der Rückseite hast du eine Dual 50-Megapixel-Kamera, die ist natürlich auch dem Preis angemessen. Aber ein Pixel-Handy zum Beispiel macht dir nochmal deutlich bessere Fotos, dazu kommen wir gleich. Der Akku hat 5000 Zellen und kann mit 45 Watt aufgeladen werden, damit wirst du auch 2 Tage auskommen. Das sind also auch Top-Werte. Wasserdicht ist das Handy leider nicht und auch kabelloses Laden ist ja nicht vorhanden. Da musst du dann schon ein bisschen mehr ausgeben. Trotzdem, wenn du viel Wert auf Display, Prozessor und einfach Look generell legst, dann schau dir unbedingt mal das Nothing Phone 2a an. Für 329 € ist das hier ein Burner. Ebenfalls ganz neu ist aber auch das Samsung Galaxy A35. Das kriegst du aktuell für 379 €. Und hier hast du das erste richtig gute Samsung-Handy, was es aktuell gibt. Du siehst, auf der Vorderseite hast du auch ein riesiges 6,6 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz und relativ dünnen Displayrändern. Das Display ist also hier die Stärke von dem Handy. Als Prozessor kriegst du einen Exynos 1380, den kennen wir aus dem A54 aus dem letzten Jahr. Der ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Zum Zocken von 3D-Games reicht es aber auch allemal. Richtig stark ist natürlich hier noch die Software. Du bekommst Android 14 mit der One UI 6.1 und 4 Jahre Android-Updates. Das kriegst du in dem Preisbereich nirgends. Auf der Rückseite hast du dann eine Triple-Kamera mit 50 Megapixel, einen 8-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor, der etwas unterdurchschnittlich ist und noch eine 5-Megapixel-Makrokamera. Der Akku hat hier auch 5000 Zellen und kann maximal mit 25 Watt geladen werden. Das ist ein bisschen langsam. Dafür kommst du hier auch 2 Tage aus. Das Besondere ist auch noch, dass das Handy wasserdicht ist nach IP67. Kleine Planscheinheiten im Pool sind also hier kein Problem. Kabelloses Laden gibt es hier aber nicht. Da das Handy noch ganz neu ist, gibt es hier auch noch eine Vorbestelleraktion. Auf der Samsung Homepage hier kriegst du bis zum 17.04. den doppelten Speicher gratis und kannst auch das Trade-in-Programm nutzen. Da kriegst du sogar noch 50 € für dein Altgerät. Da kann man sich das Handy ein bisschen schön rechnen und ich kann es dir dafür auch dann empfehlen. Ganz neu ist auch das Samsung Galaxy A55, der große Bruder. Das kriegst du aktuell für 479 €. Ich habe das Handy auch gerade getestet und bin wirklich begeistert. Samsung hat in der Mittelklasse endlich abgeliefert. Das Display ist schön 6,6 Zoll groß und hat auch wieder 120 Hertz. Als Prozessor hast du den Exynos 1480. Der hat letztendlich ein bisschen mehr Power und damit kannst du sogar Rackfest auf hohen Grafikeinstellungen einigermaßen gut spielen.
Im System läuft mittlerweile auch alles flüssig, da gibt es hier keine Ausreden mehr. Das Beste ist natürlich hier die Software. Du kriegst Android 14 mit der One UI 6.1 und auch wie beim A35 4 Jahre Android-Updates. Auf der Rückseite hast du dann eine Triple-Kamera mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor und die Kamera ist auch wirklich gut. Die ist ein bisschen verbessert worden und macht schöne Aufnahmen bei Tag und bei Nacht. Vor allem Videoaufnahmen sind ja richtig gut. Der Akku hat hier 5000 Zellen verbaut, damit kam ich auch 2 Tage aus, das ist top. Geladen werden kann er nur mit 25 Watt. Kabelloses Laden gibt es hier auch nicht, dafür ist das Handy auch wieder wasserdicht. Und auch das A55 kriegst du noch bis zum 17.04. in dieser Vorbestellaktion bei Samsung mit dem doppelten Speicher und du kannst hier auch wieder das Trade-in-Programm nutzen, kriegst dann 80 Euro Tauschprämie für dein altes Gerät. Das finde ich auch eine gelungene Aktion. Außerdem kannst du noch die Galaxy Buds FE für 30 statt 100 Euro dazu bekommen. Das finde ich auch noch einen guten Deal, also da kann man auf jeden Fall zuschlagen. Ich verlinke dir natürlich das Angebot auch unten in der Beschreibung. Die beste Kamera im Mittelklasse-Segment hat aber immer noch das Google Pixel 7a. Das hat mal 509 Euro gekostet, mittlerweile kriegst du es unter 400 Euro und dafür ist es auch richtig empfehlenswert. Du hast hier ein kompaktes 6,1 Zoll Display, das ist schon was Besonderes. Leider hat das Panel nur 90 Hertz, Bewegungen sind also nicht ganz so flüssig wie bei der Konkurrenz. Als Prozessor hast du den Tensor G2 Chip, das ist ein Google-eigener Chip, im System läuft alles super schnell. Spiele kannst du auf hohen Grafikeinstellungen noch spielen, aber da geht im Prozessor schnell die Puste aus. Das Handy ist also nicht das Beste fürs Zocken. Was besser ist, ist die Software. Hier kriegst du natürlich Stock Android 14 und noch 3 Jahre Updates. Und auch die Dualkamera auf der Rückseite ist hier besonders stark. Du hast hier nämlich einen 64-Megapixel-Hauptsensor, der wirklich tolle Aufnahmen bei Tag und bei Nacht macht. Da zieht das Pixel 7a die gesamte Konkurrenz ab. Der Akku hat 4385 Zellen, das ist ein komplett krummer Wert. Die Laufzeit lag bei mir bei 1 bis 1,5 Tagen. Stark ist, dass das Handy noch wasserdicht ist und es kann sogar kabellos geladen werden. Das ist in dem Preisbereich einzigartig. Falls du also viel Wert auf Stock Android legst oder eine richtig gute Kamera möchtest für wenig Geld, kann ich dir das Google Pixel 7a empfehlen. Der Preis-Leistungskracher nach wie vor ist aber das Samsung Galaxy S21 FE, der Ferrari zum Golfpreis. Das Handy hat 750 Euro gekostet, ist auch schon 2 Jahre alt, aber mittlerweile kriegst du es für unter 400 Euro und es ist immer noch bahnbrechend gut. Denn im Prinzip kriegst du hier ein richtiges High-End-Handy zum Schleuderpreis. Du hast vorne ein 6,4 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz. Die Displayränder sind auch schön klein, das Display ist wirklich top. Der Prozessor ist gewaltig, du hast hier den Snapdragon 888 verbaut. Das ist ein High-End-Chip von vor 2 Jahren, der hat unglaublich viel Power und damit kannst du auch Spiele auf hohen Grafikeinstellungen flüssig spielen. Als Software kriegst du natürlich auch hier das neueste Android 14, aber nur noch 2 Jahre Updates. Liegt eben daran, weil das Handy schon 2 Jahre alt ist. Ist aber immer noch ein sehr guter Wert. Richtig stark ist auch dann die Triple-Kamera auf der Rückseite. Die Hauptkamera macht wirklich fantastische Aufnahmen bei Tag und bei Nacht und du hast hier sogar einen dreifach optischen Zoom, mit dem du bis zu 30-fach rancreepen kannst. Das bietet auch kein anderes Handy in dem Preisbereich. Der Akku hat dann 4500 Zellen. Das ist ein bisschen wenig, ich kam immer 1 bis 1,5 Tage aus. Dafür kann das Handy auch kabellos geladen werden und ist sogar wasserdicht. Ja, also ganz klar, selbst 2 Jahre nach Markteinführung ist das Galaxy S21 FE immer noch ein Burner. Wenn du keine Kompromisse eingehen willst, hol dir den Ferrari zum Golfpreis. Ich kann dir das Handy auch heute immer noch empfehlen. Ja, und was ist das? Das ist ja ein Nothing Phone, das kennen wir doch schon irgendwoher. Aber das hier ist der große Bruder, nämlich das Phone 2. Das hat mal 700 Euro gekostet, mittlerweile kriegst du es für 550 Euro. Das ist auch ein Schleuderpreis, denn das Handy ist wirklich auch richtig stark. Du hast hier ein fantastisches 6,7 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz. Das Display ist schön groß und hat dünne symmetrische Displayränder, das ist wirklich top. Der Prozessor ist ja auch eine Wucht, du bekommst hier nämlich den Snapdragon 8 Plus Gen 1. Das ist ein High-End-Chip von vor einem Jahr. Damit kannst du selbst Spiele auf höchsten Grafikeinstellungen noch flüssig spielen. Auf der Rückseite hast du natürlich wieder dieses transparente Design mit den LEDs. Da fällst du bei jeder Party sofort auf. Als Software kriegst du mittlerweile auch Nothing OS 2 mit Android 14. Die Software ist ja auch wieder sehr an das Design angepasst. Sie ist monochrom, das heißt entweder schwarz oder weiß. Auf der Rückseite hast du eine Dualkamera mit 50 Megapixeln. Die hat mir auch richtig gut gefallen. Ich habe damit tolle Fotos hinbekommen. Der Akku hat 4700 Zellen. Das täuscht ein bisschen, denn ich kam hier auch 2 Tage aus. Ein absoluter Topwert. Das Handy ist leider nicht richtig wasserdicht. Das ist schade. Dafür kann es aber kabellos geladen werden. Unterm Strich kriegst du mit dem Nothing Phone 2 ein besonderes Design-Handy, mit dem du auffällst. Gerade für 550 Euro kann ich es dir wärmstens empfehlen. Kommen wir dann zum Google Pixel 8. Das ist absolut klasse, denn es ist ein kleines High-End-Smartphone. Das Handy hat mal 800 Euro gekostet, mittlerweile kriegst du es auch hier für 580 Euro, einen Toppreis. Und dafür kriegst du ein kleines, kompaktes 6,2 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz. Das Display ist überragend, es wird 2500 Nits hell, es hat dünne symmetrische Displayränder und gehört zu den allerbesten auf dem Markt. Als Prozessor hast du hier einen Google-eigenen Tensor G3-Chip, der ist jetzt auch deutlich energieeffizienter als der Vorgänger, aber immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Vor allem beim Zocken wirst du hier bessere Prozessoren finden, aber der Prozessor ist trotzdem mittlerweile kein Grund mehr gegen das Handy.
Als Software kriegst du natürlich hier Android 14 und jetzt kommt der Hammer, 7 Jahre Software-Updates. Das ist branchenführend. Auf der Rückseite hast du dann eine saustarke 50-Megapixel-Dualkamera. Die macht auch überragende Aufnahmen bei Tag und bei Nacht. Selbst Videoaufnahmen gefallen mir. Falls du also eine starke Kamera willst, das ist auf jeden Fall ein Kaufsargument für das Pixel 8. Der Akku hat 4575 Zellen. Es wäre ein krummer Wert. Ich kam damit aber auch auf 1,5 Tage Laufzeit. Das ist ganz gut. Natürlich kann das Handy auch kabellos geladen werden und ist auch wasserdicht. Ja, dieses Handy bietet alles, was man sich wünscht. Wenn du also ein kompaktes, kleines High-End-Smartphone möchtest, zu einem fairen Preis, schau dir unbedingt mal das Google Pixel 8 an. Dann wirst du hier sehr glücklich werden. Damit kommen wir zum ersten iPhone, dem iPhone 13. Ja, das Handy ist schon ein bisschen älter, aber es ist einfach das beste, günstigste iPhone, was du aktuell kaufen kannst. Mittlerweile kriegst du es für knapp 600 Euro. Das ist ein richtig guter Preis. Du hast ein schönes 6,1 Zoll kompaktes AMOLED-Display. Leider hast du hier nur 60 Hertz, das heißt Bewegungen und Animationen sind nicht ganz so flüssig wie bei der Konkurrenz. Dafür hast du einen starken A15 Bionic Prozessor. Spiele kannst du dir selbst hier auf höchsten Grafikeinstellungen noch flüssig spielen. Als Software hast du hier iOS 17 vorinstalliert. Bei Apple kriegt man ja meistens so 5 bis 6 Jahre Updates, aber hier musst du halt schon 2 Jahre abziehen. Richtig gut gefallen hat mir auch die 12 Megapixel Dualkamera auf der Rückseite. Hier machst du auch wirklich tolle Aufnahmen im Foto- und Videobereich. Was hier allerdings fehlt, ist eine Zoom-Kamera. Maximal geht nämlich nur hier bis 5-fach digital, das ist ein bisschen wenig. Der Akku ist hier auch ganz okay, du hast 3200 Zellen verbaut, damit kam ich 1 bis 1,5 Tage aus, das passt schon. Dafür kannst du das Handy kabellos laden und hast diese MagSafe-Magneten auf der Rückseite. Auch ist das Handy noch wasserdicht, das ist auch immer noch stark. Insgesamt kann man also sagen, ist das iPhone 13 auch 2024 noch das beste, günstigste iPhone. Wenn du 800 Euro hast, würde ich mir aber das iPhone 15 holen. Das kriegst du mittlerweile nämlich für den Preis. Die 59 Euro waren zu teuer, aber für den Preis finde ich es okay. Du hast dir ebenfalls ein kleines 6,1 Zoll AMOLED-Display, auch wieder nur mit 60 Hertz. Dafür hast du jetzt die Dynamic Island. Als Prozessor hast du hier einen A16 Bionic, also nochmal einen neueren Chip. Der hat auch immer noch enorm viel Leistung. Kriegst du natürlich auch wieder iOS 17 und Apple-typisch 5 bis 6 Jahre Software-Updates. Auf der Rückseite gibt es dann das größte Upgrade, nämlich die Dual-Kamera. Der Hauptsensor hat jetzt 48 Megapixel, macht wirklich überragende Fotos. Falls dir also Fotos und Videos wichtig sind, ist das hier dein Handy. Der Akku hielt bei mir auch 1,5 Tage durch. Das ist ein Top-Wert. Natürlich kann das Handy auch kabellos geladen werden, ist wasserdicht und das Besondere ist, du hast hier an der Unterseite auch endlich USB-C verbaut. Das heißt, du kannst auch mit einem Samsung-Kabel dein iPhone laden. Preis-Leistung ist bei dem Handy natürlich nicht so gut wie bei anderen Modellen im Android-Bereich. Aber wenn es unbedingt ein iPhone sein soll und du ein Budget von 800 Euro hast, kann ich dir das iPhone 15 empfehlen. Kommen wir dann jetzt zum ersten Club-Handy und zwar dem Motorola Razr 40 Ultra. Das Handy hat mal über 1000 Euro gekostet, jetzt kriegst du es hier für 749 Euro, das ist ein neuer Bestpreis. Und ein Club-Handy ist natürlich für alle Leute geeignet, die keinen Bock auf ein großes und schweres Smartphone haben, trotzdem aber nicht auf ein großes Display verzichten wollen. Auf der Außenseite hast du ein 3,6 Zoll AMOLED-Display, mit dem kannst du das ganze Handy komplett auch schon steuern. Das ist schon ganz nice. Aber wenn du das Handy halt aufklappst, hast du ein riesiges 6,9 Zoll AMOLED-Display mit 165 Hertz. Das heißt, du musst dir keine Abstriche machen. Die Knickfalte merkt man auch kaum noch, das hat Motorola richtig gut hinbekommen. Ebenfalls stark ist der Prozessor. Du hast hier einen Schnappdrache 8 Plus Gen 1, also der hat ordentlich Power, mit dem kannst du selbst Spiele auf hohen Grafikeinstellungen flüssig spielen. Richtig gut gefällt mir auch die Software. Du kriegst hier leider immer noch erst Android 13. Bei Motorola dauern die Updates immer ewig. Dafür ist es hier eigentlich Stock Android mit ein paar Motorola-Anpassungen. Das hat mir sehr gut gefallen. Auf der Außenseite hast du dann eine Dualkamera. Die hat 12 und 13 Megapixel. Und da muss ich sagen, bei Tag sind die Aufnahmen noch gut, aber im schlechten Licht fällt die Kamera schnell auseinander. Da gibt es auf jeden Fall andere Handys, die bessere Aufnahmen machen. Der Akku hat 3800 Zellen und ich kam hier immer auf Laufzeiten von 1 bis 1,5 Tage. Das Handy kann kabellos geladen werden, ist aber nicht wasserdicht, da musst du aufpassen. Falls du also aktuell das beste, günstigste Club-Handy haben möchtest, schau dir mal das Motorola Razr 40 Ultra an. Für 57 Mäuse ist das hier ein Top-Deal. Ich bringe übrigens jeden Monat so eine Top-Liste der besten Smartphones raus. Falls du das in Zukunft nicht mehr verpassen willst, abonniere gerne kostenlos meinen Kanal. Das etwas bessere Club-Handy hat aber Samsung gebaut letztes Jahr, und zwar das Z Flip 5. Das kriegst du mittlerweile hier für 870 Euro. Das Handy war auch mal teurer bei 1300 Euro. Allerdings ist das hier die 512 GB Variante. Auf der Außenseite hast du ein 3,4 Zoll AMOLED-Display. Das ist ein bisschen kleiner als das von Motorola, aber du kannst hier auch das Handy endlich komplett über den Außenbildschirm steuern. Wenn du das Handy aber aufklappst, hast du dann ein riesiges 6,7 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz. Als Prozessor hast du den Snappy 8 Gen 2, also den besten Prozessor aus dem letzten Jahr. Du kannst dir selbst Spiele wie Wreckfest auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen. Richtig gut gefällt mir auch die Software. Du kriegst hier Android 14 mit der One UI 6.0 und dazu noch 3 Jahre Android-Updates. Gerade Samsung hat hier einen Vorteil, was die Update-Schnelligkeit angeht. Die Kamera hat mich auch überzeugt. Du hast auf der Außenseite eine Dual-Kamera mit 12 Megapixel.
Und bei Tag sind die Aufnahmen wirklich toll. Sogar der 10-fach digitale Zoom sieht hier noch gut aus. Der Akku ist dann wieder ein bisschen enttäuschend. 3700 Zellen sind verbaut. Damit kam ich 1 bis maximal 1,5 Tage aus. Das ist meistens noch das größte Problem. Dafür kann man das Handy auch kabellos laden und es ist sogar wasserdicht. Also das beste Klapphandy aktuell ist für mich das Z Flip 5. Für 58 Euro kannst du ja auch bedenkenlos zuschlagen. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingshandys aus dem letzten Jahr, dem Google Pixel 8 Pro. Das Handy hat mal 1100 Euro gekostet. Jetzt kriegst du es schon für 930 Mack. Und dafür ist es echt top. Das Handy hat im Prinzip keine Kompromisse, die du eingehen musst. Fangen wir mal beim Display an. Du hast hier ein riesiges 6,7 Zoll AMOLED Display mit 120 Hertz. Das Display ist eins der besten auf dem Markt. Du hast kleine symmetrische Displayränder. Es wird 2500 Nits hell und ist einfach nur top. Du hast ja auch den Tensor G3 verbaut, also den neuesten Google-Prozessor, der auch deutlich besser als der Vorgänger ist. Fürs Zocken würde ich aber dann doch ein anderes Smartphone vorziehen. Natürlich kriegst du hier Stock Android, also Android 14 und 7 Jahre Android-Updates. Das ist branchenführend. Auf der Rückseite hast du dann eine unfassbar starke Triple-Kamera. Neben der Ultra-Wide- und Hauptkamera hast du ja auch einen 5-fach optischen Zoom, mit dem du bis zu 30-fach ranzoomen kannst. Und auch da sind die Aufnahmen noch richtig stark. Der Akku hat 5000 Zellen und ich kam hier auch mal 1,5 Tage aus. Natürlich ist das Handy auch wasserdicht und kann kabellos geladen werden. Falls du also Stock Android willst mit einer super starken Kamera und ein großes Display möchtest, schau dir unbedingt mal das Google Pixel 8 Pro an, vor allem für den gefallenen Preis kann ich es dir empfehlen. Kommen wir jetzt zur Galaxy S24 Serie. Die Handys sind ja auch relativ neu. Aktuell läuft auch wieder die Aktion aus der Vorbestellerzeit. Das heißt, du kriegst den doppelten Speicher plus Trade-in-Aktion über die Samsung-Webseite. Beziehungsweise, wenn du es hier bei Amazon bestellst, kannst du auch die 128 GB Version jetzt vergünstigt bekommen für 839 Euro. Das ist richtig stark. Dazu kriegst du sogar hier noch ein Jahr extra Garantie. Das ist auf jeden Fall auch ein Top-Deal. Auf der Samsung-Webseite siehst du, läuft die Aktion noch bis zum 3.4. Ich bin mir aber sicher, dass sie dann eh wieder noch verlängert wird. Und gerade mit dem Trade-in-Programm und der Tauschprämie kannst du dir wirklich auch einen guten Deal machen. Und die S24 Basismodelle, die sind richtig toll, denn du hast ja auch die eierlegende Wollmilchsau. Das S24 hat ein 6,2 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz. Und das Display gehört auch zu den besten auf dem Markt. Es wird jetzt bis zu 2600 Nits hell. Das ist krass. Als Prozessor hast du den Exynos 2400, Samsungs eigener Chip, der aber dieses Jahr richtig gut ist. Der hat viel Power, der wird nicht mehr so schnell warm wie der Vorgänger und der ist auch energieeffizienter. Als Software kriegst du Android 14 mit der One UI 6.1 und ganz neu sind dieses Jahr hier die KI-Features. Die sind bislang einzigartig. Du kannst hier Fotos bearbeiten, Webseiten zusammenfassen und. Ich finde es sogar echt nützlich. Auf der Rückseite hast du eine 50-Megapixel-Triple-Kamera, die macht auch richtig gute Aufnahmen. Vor allem hast du hier noch einen 3-fach optischen Zoom, mit dem du bis zu 30-fach ranzoomen kannst. Der Akku hat 4000 Zellen bzw. 4900 Zellen beim Plus-Modell. Damit kam ich mal 1,5 bis 2 Tage aus. Das ist auch ein absoluter Top-Wert. Natürlich kann das Handy auch kabellos geladen werden und ist sogar auch wasserdicht. Android-Updates gibt es ja auch mittlerweile 7 Jahre. Das ist krass. Also falls du auch keine Kompromisse eingehen willst bei deinem nächsten Handy, kann ich dir die S24-Serie empfehlen. Du kriegst hier entweder das kleine oder das große Modell mittlerweile wieder zu einem guten Preis. Da kannst du bedenkenlos zuschlagen. Jetzt sind wir knapp bei 1000 Euro und da habe ich für dich das OnePlus 12. Das Handy ist auch ganz neu auf den Markt gekommen und du kriegst ja auch ein richtig tolles Gerät. Du hast ein riesiges 6,82 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz. Die Auflösung ist überdurchschnittlich hoch und vor allem wird das Display bis zu 4500 Nits maximal hell. Das ist richtig krass. Als Prozessor hast du natürlich den neuesten Schnappdrache 8 Gen 3 verbaut, also maximale Power im System und bei Spielen läuft dir alles flüssig. Die Software gefällt mir auch richtig gut. Du kriegst hier nämlich das Oxygen OS 14, also Android 14, mit der eigenen Oxygen-Oberfläche. Du hast hier viele Personalisierungsmöglichkeiten und eine flotte Performance. Auf der Rückseite hast du dann eine brachiale Triple-Kamera. Neben dem Haupt- und Ultraweitwinkelsensor hast du sogar einen 3-fach optischen Zoom mit 64 Megapixel. Das Ganze wurde mit Hasselblad Core entwickelt und die Aufnahmen sind auch echt gut. Der Akku ist auch riesig, 5400 Zellen sind hier verbaut. Damit kommst du locker 2 Tage aus. Schnell geladen werden kann er mit 100 Watt in 26 Minuten, das ist auch richtig krank. Und kabellos sogar noch mit 50 Watt. Dafür ist das Handy nicht wasserdicht. Unterm Strich kriegst du also mit dem OnePlus 12 auch ein richtig gutes Handy. Falls du also Oxygen OS magst oder einfach diese Hasselblad Farbkalibration in den Fotos, dann schau dir unbedingt mal das OnePlus 12 an. Jetzt kommen wir zu einem richtig krassen Handy und zwar dem Honor Magic 6 Pro. Ich habe das Handy schon getestet und war wirklich begeistert. Die UVP liegt bei 1300 Euro. Aktuell läuft aber noch die Launch-Aktion. Wenn du einfach den Code hier eingibst, sparst du mal 300 Euro. Dann zahlst du fürs Handy nur noch 999 Euro. Und für einen schmalen Taler kriegst du auch noch hier kleines Zubehör. Der Deal ist also richtig gut. Und was bekommst du dafür? Ein riesiges 6,8 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz. Das Display ist eines der besten auf dem Markt. Es wird bis zu 5000 Nits hell. Das war sogar heller als mein S24 Ultra. Das hat mich echt umgehauen. Natürlich kriegst du auch den neuesten Schnappdrache 8 Gen 3. Breakfast konnte ich auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen, das hat richtig Laune gemacht. Als Software kriegst du das neueste Android 14 mit der Magic OS 8 und du kriegst hier 4 Jahre Updates. Mir hat die Software mittlerweile auch richtig gut gefallen.
auch wenn sie teilweise stark an iOS erinnert. Das Highlight des Magic 6 Pro ist aber die 50-Megapixel-Triple-Kamera auf der Rückseite. Der Hauptsensor macht fantastische Aufnahmen mit einem schönen Bokeh. Da sehen die Fotos wirklich aus wie von einer Profikamera. Neu ist jetzt auch der Zoom. Der 2,5-fach optische Zoom hat 180 Megapixel. Damit kannst du bis zu 100-fach ranzoomen und kannst sogar Tele-Makro-Aufnahmen machen. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Der Akku hat 5600 Zellen. Das ist krass. Ich kam immer 2 Tage aus. Und er kann sogar mit 80 Watt schnell geladen werden. Allerdings fehlt das Netzteil jetzt in der Packung. Kabellos laden geht mit 66 Watt und wasserdicht ist das Handy natürlich auch. Ansonsten hat das Handy alles, was man sich wünscht. Ich kann es dir empfehlen, wenn du unbedingt eine saustarke Kamera willst. Und vor allem diese Aktion mit dem Code für 1000 Euro ist es ja auch unschlagbar. Jetzt geht's weiter mit dem Xiaomi 14, das ist auch brandneu und ein absolutes Top-Handy. Aktuell kostet es nur 1039 Euro, ist also schon 50 Euro günstiger als die UVP. Hier kriegst du auch ein schönes, kompaktes Handy. Das hat nämlich ein 6,36 Zoll AMOLED-Display. Du kannst das Handy also noch gut mit einer Hand bedienen. Das Display hat schöne, kleine, symmetrische Displayränder und wird bis zu 3000 erzählt. Das ist überragend. Du kriegst natürlich hier den neuesten Snappy HN3-Prozessor für maximale Power und dazu Android 14 mit der HyperOS Xiaomi-Oberfläche. Die gefällt mir auch immer sehr gut, weil sie sehr performant ist und viele extra Features bietet. Auf der Rückseite hast du dann eine Triple-Kamera, die zusammen mit Leica co-entwickelt wurde. Neu ist jetzt auch der dreifach optische Zoom, mit dem du Tele-Makro-Aufnahmen machen kannst. Das gefällt mir am besten. Aber auch der Hauptsensor mit 50 Megapixel macht tolle Aufnahmen. Falls du also gerne rumspielst mit deinen Fotoaufnahmen, ist das hier vielleicht interessant für dich. Der Akku hat 4600 Zellen, damit kommst du 2 Tage aus und schnell geladen werden kann er in 31 Minuten mit 90 Watt. Kabelloses Laden geht noch mit 50 Watt und das Handy ist natürlich auch wasserdicht. Insgesamt ist das Xiaomi 14 ein absolutes Top-High-End-Smartphone, was angenehm kompakt ist, wenn du also nicht so auf Apple, Google oder Samsung stehst. Aber ein kompaktes High-End-Smartphone willst, schau dir mal das Xiaomi 14 an. Jetzt kommen wir zu den besten iPhones, und zwar der 15 Pro-Serie. Wir haben ja einmal das kleine iPhone 15 Pro und natürlich das 15 Pro Max. Die beiden Smartphones unterscheiden sich in der Displaygröße. Beim kleinen haben wir 6,1 Zoll und beim großen 6,7 Zoll der Akkukapazität. Und das Pro Max hat dieses Jahr auch noch eine 5-fach optische Zoom-Kamera. Das kleine 15 Pro hat nur einen 3-fach optischen Zoom. Beide Handys sind aber top. Denn die haben jetzt ganz neu einen Titanrahmen, dadurch konnte das Gewicht deutlich gesenkt werden. Das kleine wiegt jetzt 187 Gramm, das große nur noch 221 Gramm. Es ist also endlich angenehmer in der Hand. Dazu gibt es den neuen Action-Button, den man jetzt auch frei konfigurieren kann. Die Panels werden sehr hell mit 2000 Nits, sie haben 120 Hertz und in der Mitte die Dynamic Island. Als Prozessor kriegst du den neuesten A17 Pro Prozessor. Das ist der stärkste Prozessor auf dem Markt. Im System läuft sowieso alles flüssig und selbst Spiele wie Wreckfest laufen hier butterweich. Auf der Rückseite hast du dann eine bärenstarke Triple-Kamera. Der Hauptsensor hat jetzt 48 Megapixel und macht überragende Aufnahmen. Die Fotos bieten extrem viel Details und gehören zu den besten auf dem Markt. Die Akkus waren auch gut. Mit dem kleinen kam ich 1,5 Tage aus, mit dem großen sogar 2 Tage. Das sind auch absolute Top-Werte. Richtig toll ist auch MagSafe, also die Magneten auf der Rückseite zum Laden deines iPhones. Und endlich hast du hier auch USB-C verbaut. Kannst also jetzt jedes Ladekabel nehmen. Als Software läuft hier Android 17 und du bekommst ja auch 5 bis 6 Jahre Updates. Ja, also ganz klar, die besten iPhones aktuell sind das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max. Ich kann dir beide Handys empfehlen, vor allem für die leicht gefallenen Preise jetzt, da lohnt es sich zuzuschlagen. Jetzt sind wir im 1300 Euro Preisbereich und zwar haben wir dann hier das Galaxy S24 Ultra. Das Handy ist ja auch erst 2 Monate auf dem Markt und ist auf jeden Fall Anwärter aufs Smartphone des Jahres. Wir bekommen hier wirklich alles, was man sich von einem Smartphone wünscht. Auf der Vorderseite haben wir ein gigantisches 6,8 Zoll AMOLED Display. Das Panel mit 2600 in Zell ist extrem scharf und macht einfach nur Freude, vor allem da es jetzt endlich auch flach ist. Wir haben den allerneuesten Snappy Gen 3, also die maximale Leistung fürs Zocken und auch im System läuft alles butterweich. Das liegt auch im Android 14 mit der One UI 6.1, da wurde einiges verbessert, vor allem gibt es jetzt hier auch 7 Jahre Android Updates und diese neuen KI-Features, die bislang einzigartig sind. Auf der Rückseite haben wir dann wieder eine Quad-Kamera, der Hauptsensor hat 200 Megapixel, macht tolle Aufnahmen, neu ist aber jetzt der 5-fach-Zoom. Der bietet auch einige Vorteile im Vergleich zum Vorgänger. Die Kamera gehört aber nicht zu den allerbesten auf dem Markt. Der 5000er Akku hielt bei mir 2 Tage durch, das ist auch ein Top-Wert. Natürlich kann das Handy auch kabellos geladen werden und ist wasserdicht. Dazu gibt es auch Dex, diese Windows-ähnliche Oberfläche, wenn du das Handy an einen Monitor anschließt. Und natürlich, wie könnte ich es vergessen, der S-Pen, also dieser Stift, der im Gehäuse verbaut ist, mit dem du digitale Notizen anfertigen kannst. Das gibt es nur im S24 Ultra und aktuell läuft ja auch wieder diese Aktion aus der Vorbestellerzeit. Das heißt, du kriegst den doppelten Speicher bzw. die 256 GB Version erstmals reduziert für 1329 Euro. Hier im Samsung Online Shop siehst du den ganzen Deal. Das läuft nämlich auch bis zum 3.4. Und hier kannst du halt auch noch mit dem Trading-Programm dein altes Gerät in Zahlung geben und noch ein bisschen Geld bekommen. Und dazu ganz wild kriegst du entweder eine ausgewählte Waschmaschine, einen Trockner oder die Galaxy Buds 2 Pro und deine Farbe gratis dazu. Also total wild, was Samsung hier wieder macht. Da kann man dann einen richtig guten Deal machen. Schau es dir unbedingt an. Ich verlinke das Angebot auch unten in der Beschreibung. Jetzt kommen wir in den 1500 Euro Preisbereich und da gibt es das Xiaomi 14 Ultra ganz neu.
Und das Handy bietet auch extrem viel. Du siehst, das Handy sieht aus wie eine Kamera und genau darauf wird auch der Fokus gelegt, wortwörtlich. Von den Specs her ist es schon nichts Besonderes mehr. Du kriegst natürlich auch hier das Beste vom Besten. Ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display, was bis zu 3000 Nits hell werden kann. Natürlich gibt es auch den neuesten Snappy HN3 und Android 14. Aber das Wichtigste ist natürlich die Kamera. Und hier kriegst du eine Quad-Kamera mit einem 1-Zoll-Sensor. Dazu kriegst du noch zwei Zoom-Kameras, einen Dreifach- und einen Fünffach-Zoom. Bis zu 120-fach kannst du maximal ranzoomen. Und die Kamera wurde halt mit Leica Co. entwickelt. Das heißt, du kannst extrem viel einstellen. Falls du also wirklich Hobbyfotograf bist, dann ist das ja ganz klar dein Handy. Der Akku hat 5000 Zellen, damit solltest du 1,5 bis 2 Tage durchkommen. Er kann jetzt auch mit 90 Watt schnell geladen werden, das geht dann in 30 Minuten. Und natürlich ist das Handy auch wasserdicht und kann kabellos geladen werden. Auf der Xiaomi Homepage hast du sogar noch das Professional Photography Kit gratis dazu bekommen. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Ich verlinke dir das Angebot auf der Xiaomi Homepage auch mal unten in der Beschreibung. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du selbst im April noch das Photography Kit gratis bekommst. Und jetzt kommen wir zum teuersten Handy auf dem Markt. Es kostet aktuell 2000 Euro und die Rede ist natürlich vom Honor Magic V2. Ich habe das Handy gerade erst getestet und das Handy ist brachial, denn das ist ja ein Klapphandy, aber das Handy wird zum Buch aufgeklappt. Und das Handy ist in einigen Bereichen wirklich bahnbrechend, deswegen ist es auch so teuer. Aber aktuell hast du auch wieder hier die Möglichkeit, mit diesem Code hier 300 Euro zu sparen. Dann kriegst du das Gerät für 1700 Euro. Dazu kannst du dir auch für 1 Euro noch hier einen Charger und sonstige Goodies umsonst sichern. Da kann man sich das Gerät also noch schön rechnen. Und was ist jetzt an dem Magic V2 so besonders? Ja, einfach das Gewicht und die Dicke. Das Handy wiegt nämlich nur 230 Gramm und ist damit nicht schwerer als ein normales S24 Ultra. Und mit der Dicke ist es unter 10 mm zusammengeklappt. Das heißt, es ist auch kaum dicker als ein normales Smartphone. Auf der Außenseite hast du dann ein großes 6,4 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz. Das heißt, du kannst es ganz normal von außen bedienen. Aber wenn du es halt aufklappst, hast du ein Tablet in der Hand, das auf einmal 7,92 Zoll groß ist. Der Knick ist auch eigentlich nicht mehr spürbar. Das ist halt einfach ein Gamechanger, wenn du ein Tablet immer in deiner Hosentasche hast. Das muss man einfach mal erlebt haben. Krass ist auch hier, dass der Akku 5000 Zellen groß ist. Da hat Honor auch was geleistet. Ich kam nämlich auch hier mal 1,5 Tage aus. Das ist ein Topwert für so ein großes Klapphandy. Die Triple-Kamera ist auch in Ordnung. Hat ja einen Zoom. Bis zu 40-fach kannst du ranzoomen. Da gibt es aber wirklich bessere. Trotzdem, die Kamera ist auch sehr gut und kein Argument gegen das Handy. Als Prozessor hast du leider nicht den allerneuesten, sondern den besten aus dem letzten Jahr, nämlich den Snappy HN2. Rackfest konnte ich auf höchsten Grafikeinstellungen flüssig spielen und gerade im aufgeklappten Zustand macht es dann extrem viel Laune. Als Software läuft hier immer noch Android 13. Das ist auch ein bisschen ärgerlich. Ich warte die ganze Zeit, dass hier Android 14 draufkommt. Man kriegt hier aber auch 4 Jahre Updates. Und die Software ist auch gut angepasst. Man kann hier also richtig gut multitasken. Leider ist es ja nicht wasserdicht und es kann auch nicht kabellos geladen werden. Also das krasseste Handy, jedenfalls von der Technik her, ist aktuell das Honor Magic V2. Ich kann es dir nur empfehlen und für den aktuellen Preis von 1700 Euro mit den ganzen Goodies ist das Handy auch fair bepreist. Falls du Interesse an einem der Smartphones hast, findest du die besten Preise unten in der Beschreibung. Jetzt noch was aus der Kategorie Dinge, die ich täglich nutze oder die ich nicht mehr leben kann. Ich habe neulich erst den Dreame LCNS Pro Ultra Heat getestet. Das ist meiner Meinung nach der aktuell beste Preis-Leistungs-Saugroboter. Du kriegst ja nämlich auch die eierlegende Wollmilchsau. Der Roboter saugt und wischt und hat eine riesige Station, in der die Pads gewischt und getrocknet werden. Außerdem wird hier der Staub abgesaugt. Du musst dich wirklich um gar nichts mehr kümmern. Bei dem Modell kann der Mops sogar ausgefahren werden, dass er bis an die Kante geht. Die Saugkraft ist nochmal erhöht worden und die Pads werden natürlich auch getrocknet, nachdem sie mit Heißwasser gesäubert wurden. Ich bin wirklich rundum begeistert von dem Roboter. Die UVP liegt bei 1000 Euro, aktuell ist er auch nochmal reduziert. Da kann ich ihn dir auch empfehlen. Ich packe dir dieses Angebot auch unten in die Beschreibung. Ja, wenn ich mich jetzt für eins der Smartphones entscheiden würde, dann hätte ich hier zwei Preisbereiche. Einmal günstig, einmal teuer. Im günstigen Preisbereich würde ich das Nothing Phone 2a nehmen. Für 330 Euro kriegst du hier ein Smartphone, das zu gut für den Preis ist. Was Nothing hier rausgehauen hat, ist wirklich krass. Und im teuren Preisbereich würde ich gar nicht mal das allerteuerste Smartphone nehmen, sondern das aktuell beste, was die Preis-Leistung angeht, und zwar das Honor Magic 6 Pro. Hier kriegst du auch wirklich die High-End-Ausstattung vor dem Herrn mit der aktuell besten Kamera. Und mit dem Rabattcode für 1000 Euro machst du ja auch einen Mega-Deal. Das Handy hat mich wirklich begeistert und deswegen kann ich es dir auch empfehlen. Das wären meine zwei Picks. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Welches Handy würdest du nehmen? Schreib es mir in die Kommentare. Folgt mir auch gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir hier noch zwei andere Videos von mir anschauen. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.